Ernsthaft? Dass sie das nochmal verwurstet haben, ist irgendwie nicht Nintendo-like. TOTK ist eine 1000%ige Steigerung gegenüber Breath of the Wild. Das ist ein hartes Fazit. So, einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Live-Reaction hier am Sonntag. Und heute geht es mal um ein besonderes Video von meinem, ja, quasi Management-Chef Hübi. Der hat sich nämlich über TOTK ausgelassen und das Video heißt schon meine kritische Review zu Tears of the Kingdom. Ich muss dazu sagen, die 30 Stunden, die ich bisher reingesteckt habe, haben mir 100%ig Spaß gemacht. Ist für mich das viel bessere Spiel als TOTK, aber ich bin natürlich auch immer wieder bereit, gegenteilige Meinung anzunehmen und wir gucken auch einfach mal rein. Ich habe jetzt auch nichts gegen Spoiler, also ich warne euch auch mal vor, ich weiß nicht, ob hier Spoiler reinkommen, deswegen ihr seid gewarnt. Ich spiele das Spiel, weil ich Bock darauf habe, ich habe noch so viel zu erleben und seien wir mal ehrlich, das bisschen Story, was da drin ist in diesen Zwischensequenzen, das ist jetzt nicht so entscheidend. Und wir gehen direkt mal rein. 25 Minuten geht das Ganze. Wir haben also einiges vor uns. Gerade Tears of the Kingdom durchgespielt und warte seit Ewigkeiten auf diesen Moment, denn ich habe so viel mit euch zu bereden und ich bin mir sicher, einiges davon wird euch nicht schmecken. Aber hier ist meine ehrliche, kritische Review zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin gespannt. Ich werde in 10 Punkten euch darlegen, was mir in dem Spiel gefällt und was mir nicht gefällt, um euch am Ende dann nochmal ein kleines Fazit zu geben. Die Punkte sind am Anfang noch recht entspannt und werden dann hinten raus immer spicier. Also ich bin gespannt, wie ihr meine Meinung versteht. Und ganz wichtig, alles, was ich hier sage, ist mein persönliches Empfinden. Damit ich das im Video aber nicht immer wiederholen muss, sage ich das jetzt einmal. Das muss man aber auch betonen und wir werden auch danach ganz kurz in die Kommis reingucken. Ich bin gespannt, wie das aufgenommen wurde. Und jetzt viel Spaß. Punkt 1, die Technik. Da brauchen wir nicht groß drüber reden. Das Game läuft auf einer Switch. Dementsprechend ist es an die technischen Limitationen der Switch gebunden. Es macht aber das Beste daraus. Ich hatte in meinem Playthrough keine Bugs. Das Game ist gut gepolished, so wie wir es von Nintendo kennen. Ich hatte sehr viel Spaß und es muss auch nochmal positiv hervorgehoben werden, dass gerade in der heutigen Zeit Spiele einfach fertig auf den Markt kommen. Und das ist richtig schön. Also technisch habe ich gar nichts an diesem Game auszusetzen. Auch... Oh, da kommt noch ein Außer. Und ich gehe mal davon aus, dass er die Framerate meint. Bei der Grafik verhält es... Ah, nee. Okay. Technisch finde ich es auch fantastisch. Also ich spiele es sogar gerne hier auf meinem großen Fernseher. Aber die Framerate, Leute. Und man hätte es so leicht fixen können. Mit ein bisschen mehr RAM-Takt. Auch wenn es von Nvidia nicht vorgesehen ist. Aber vielleicht gibt es da ja demnächst noch einen kleinen Software-Fix. Oder Nintendo findet da noch eine Variante, ohne das über Takten klarzukommen. Verhält es sich ähnlich. Es ist natürlich auf demselben Level wie BOTW, weil es auf derselben Konsole läuft. Es sind zwar 6 Jahre dazwischen und sie haben vielleicht hier und da ein bisschen was an der Grafik angepasst, aber es bleibt kein Grafikwunder. Es ist in Ordnung, ich bin aber nicht der größte Fan vom Look von BOTW und von TOTK. Ich mag dann doch die geupgradete Version, wenn ihr versteht, was ich meine. Allerdings, es ist okay, es lässt sich spielen. Brauchen wir jetzt nicht groß drüber rummotzen. Ich wünsche mir, dass diese geupgradete Version in der nächsten Generation kommt, also bei der Switch 2 oder so. Wäre durchaus alles möglich, gehe ich mal davon aus. Von daher, wir dürfen gespannt bleiben, was uns nächstes Jahr denn erwarten wird. Thema Musik. Auch hier gibt es jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ich finde, sie haben in den Zwischensequenzen die Musik besser inszeniert. Also wenn man einen Tempel betritt oder wenn ein Boss auftaucht. Alter, oh. Ja. Ey, also TOTK ist, bevor er jetzt weitermacht, eine 1000%ige Steigerung gegenüber Breath of the Wild. Ja, man kann sich den Soundtrack von Breath of the Wild anhören. Das war es dann aber auch. Und TOTK ist einfach, Alter, diese Mucke, diese Boss-Mucke und oh mein Gott, ist mir da einer abgegangen. Machen wir weiter. Oder wenn irgendwelche epischen Zwischensequenzen oder Erinnerungen, Geoglyphen, sonstiges laufen, dann sitzt die Musik hier wirklich on point. Also diese situationsbezogene Musik sitzt richtig gut. Ansonsten so lange Tracks, die man sich jetzt so auf YouTube durchlaufen lassen kann, halten sich wie auch schon im Vorgänger in Grenzen. Da bin ich eher Fan von den früheren Arten, wie sie da die Musik in The Legend of Zelda eingebaut haben. Aber gerade in den Zwischensequenzen fand ich es in TOTK ziemlich cool, wie die Musik wirklich sehr krass untermalt, was man beim Anschauen gerade fühlt.
Ja, und die Sache ist natürlich, ich finde, sie haben den perfekten Mittelweg gefunden, weil viele haben sich ja gewünscht, gerade auf Hyrule Field und so, andauernd die Hyrule-Musik. Aber ganz ehrlich, du befindest dich auf Hyrule Field, wenn du das Spiel zu 100% durchspielst, 250 Stunden. Da kannst du nicht immer dieselbe Mucke hören. Da ist das so schon optimal gewählt und wie gesagt, viel besser als in Breath of the Wild. Die wirklich geil hinbekommen. Und auch der vierte Punkt, der Schwierigkeitsgrad, ist etwas, was ich definitiv sehr positiv hervorheben muss, denn das Game ist einen deutlichen Ticken schwerer als der Vorgänger und das finde ich richtig, richtig gut. Natürlich hat man immer noch die Möglichkeit, sich viel Essen zu kochen und damit auch den schwersten Kampf zu schaffen, weil man einfach zu jedem Zeitpunkt pausieren und essen kann, aber das muss man ja nicht tun. Und selbst wenn man dazu gezwungen wird, muss man sich auch die Nahrung immer wieder ergrinden. Also die Schwierigkeit kann ich wirklich extrem hervorheben. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viele Ausdauer- und Herzcontainer hat, kriegt man doch regelmäßig auf die Fresse. Und auch im Final Boss Fight, zumindest in der ersten Phase, habe ich wirklich sehr, sehr, sehr gestruggelt und dachte mir, geil, das ist ein wirklich, wirklich cooler Kampf. Es wird wahrscheinlich ähnlich wie im BOTW sein, dass wenn man diesen Final Boss Fight dann 2, 3, 4, 5 Mal spielt, dass man dann irgendwann die Moves auch kapiert. Aber dennoch war ich beim ersten Mal sehr herausgefordert von... Ich muss sagen, beim Schwierigkeitsgrad, der ist mir zu künstlich. Weil egal wie viele Herzen du hast, es gibt Gegner, die ziehen ja auch mal locker, keine Ahnung, 15 Herzen ab oder so. Und dann hast du im Grunde genommen genau dieselbe Situation wie mit 5 Herzen. Weil wenn du 5 Herzen hast und einen richtig fetten Schlag kriegst, dann bleibt immer noch ein Viertelherz übrig. Du kannst also immer noch essen und deinen Kampf verlängern. So habe ich es vor kurzem beim Geburtstagsstream mit Phantom Ganon gemacht. Und ich weiß nicht, es ist mir zu künstlich und ich bin mehr so der Spieler, aber ich glaube, da unterscheiden sich auch viele Leute, der sagt, ich will irgendwann auch mal richtig mächtig sein. Ich will mich irgendwann mächtig fühlen, aber nicht nach 10 Stunden, sondern wenn ich 100 Stunden in ein Spiel investiert habe, dann will ich richtig einen raushauen. Und wenn ich dann 20 Herzen habe und mir trotzdem pro Gegner dann auf einmal 18 Herzen abgezogen werden oder so, also mal jetzt übertrieben gesagt, dann finde ich das einfach so, weiß ich nicht, verpufft denn irgendwie im Nichts meines Erachtens nach. Und egal, was du machst, du bist ja nach dem zweiten Schlag tot, also auch bei 5 Herzen. 5 Herzen, Viertelherz, tot. Und ja, ich habe lieber in Ausdauer investiert bis jetzt. Ganondorf. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat sich nach einem wirklich epischen 1v1 angefühlt. Das war richtig, richtig, richtig gut gemacht. So, und der fünfte Punkt, Freunde, ist jetzt schon der erste, der ein bisschen kontrovers wird, sage ich. Nach 3 Minuten 30 von 25 Minuten. Das wird ein langes Video heute. Sag ich mal. Es sind die Tempel. Sie sind wieder zurückgekehrt. Statt den Titanen, die irgendwie optisch immer gleich aussehen, haben wir jetzt 4,5 Tempel bekommen. 4 große und dann noch einen zusätzlichen, welche sozusagen ein bisschen das Dungeon-Feeling von früher zurückbringen sollen. Und zu einem großen Punkt schaffen sie das auch. Sie sind alle einzigartig designt. Mir persönlich gefällt vor allem das Schiff, welches über dem Ornidorf schwebt, wo man auch über die anderen Schiffe hochspringen muss. Unglaublich ja, cool inszeniert, übel, geil, aber auch die übel, anderen geil. Tempel sind wirklich nice in Szene gesetzt. Und auch das Lösen der Tempel hat verdammt viel Spaß gemacht. Ich mochte die Rätsel. Ich mochte auch, dass man mit den Tears of the Kingdom Mechaniken da sich auch gewisse Dinge ertricksen konnte, beziehungsweise, dass jeder, der Tears of the Kingdom gespielt hat, die Tempel immer ein bisschen anders gelöst hat, weil jeder vielleicht lieber mit dem Zeitmodul spielt oder der andere sagt dann, ah, ich will eigentlich das Craften komplett lassen, ich versuche mich irgendwie so durchzumogeln oder man baut sich coole Craftings, um damit dann irgendwas zu reißen. Also ich glaube, jeder hatte so ein bisschen anderen Tempel-Playthrough und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Und das muss auch erstmal funktionieren. Man darf nicht vergessen, wie viel Test- und Optimierungsarbeit in sowas steckt. Sonst könntest du dich ja komplett kaputt schießen bei dem Spiel. Also jeder Casual-Player, meine ich. Dass das die Speedrunner sowieso irgendwann machen, ist klar. Aber ich sag mal so, dass es wirklich für den normalen Spieler so funktioniert. Und das hat TOTK meines Erachtens nach viel besser gemacht als Breath of the Wild. Also für meinen Geschmack, meine ich. Ich bin an die meisten Rätsel bis jetzt immer so logisch rangegangen, wie es in Realität halt auch machen würde, wenn das real wäre oder real gehen würde. Und meistens hat es funktioniert. Und das muss man wirklich erstmal schaffen, ohne dass man das komplette Design kaputt macht vom Spiel. Aber es wird von Tempel zu Tempel ätzender, sie zu besuchen. Was meine ich? Ich habe als erstes den Orni-Tempel gemacht und ich war so, wow. Ja.
What the hell is going on? Alles ist in Schnee und dann kämpft man sich gemeinsam mit Tulin in diese riesige Sturmwolke oben rein und steht dann in diesem Tempel und denkt sich so, yo, krass. Und dann findet man diese fünf, ich glaube, Ventilatoren, die man da aktivieren musste, um dann den Boss aus dem Schiffsrumpf heraus zu befreien. Das ist unglaublich episch. Dann besiegt man diesen Boss. Man kriegt diese Zwischensequenz, dass Zelda ja mit den Weisen früher geredet hat und sie darauf vorbereitet, dass Link sozusagen dann geholfen werden muss, dass er den Dämonenkönig besiegen kann. Etwas abgrundtief Böses griff uns an, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Der Ritter Link. Oh. Meinung in den Chat. Zeldas Synchronstimme klingt irgendwie meines Erachtens nach wie künstlich Plastik. Alle anderen Synchronsprecher passen voll rein und Ganondorf ja sowieso überall nah haben. Aber Zelda wird so der Ritter Link. Also vielleicht habe ich keine Ahnung, aber ich find die irgendwie komisch und ich bin wirklich niemand, der mit Synchronstimmen rumhadert oder so. Ich bin großer Fan von deutscher Synchronisation, aber irgendwie wirkt sie, weiß ich nicht, so ein bisschen Zeile für Zeile vorgelesen. Wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Und das ist unglaublich cool. Und natürlich taucht auch am Anfang noch diese mysteriöse Stimme auf, die man noch nicht zuordnen kann. Die Fake-Zelda ist unterwegs, aber man weiß noch nicht, dass sie fake ist. Es ist sehr, sehr geil gemacht. Wenn man dann aber zum zweiten Tempel kommt, dann merkt man ein ganz ähnliches Muster. Die Art und Weise, zum Tempel hinzukommen, ist sehr einzigartig. Das ist sexy. Gerade die Quest in der Wüste ist wirklich geil inszeniert. Aber wenn man dann im Tempel ist, erkennt man das gleiche Muster. Es ist wieder eine Zelda, die irgendwie nicht die richtige Zelda zu sein scheint. Man merkt schon, irgendwas ist hier faul. Und dann, spielt man den Tempel durch, was wieder sehr viel Spaß macht. Und dann kriegt man wieder die gleiche Zwischensequenz präsentiert. Es trat ein Schurke in Erscheinung, der unschuldige Angriff und das junge Reich zu zerstören trachtete. Ernsthaft? Also, wie gesagt, Tempel d'Orni habe ich gespielt. Aber dass sie das nochmal verwurstet haben, ist irgendwie nicht Nintendo-like. Trachtete. Man nannte ihn den Dämonenkönig. Wenn es soweit ist, dann muss mein Ritter, dann muss Link die Stärke besitzen, ihn aufzuhalten. Ja. Und beim dritten Mal denkst du dir, die machen jetzt nicht wieder das Gleiche und es passiert wieder das Gleiche. Da suchte eine finstere Gestalt die Unschuldigen heim und schickte sich an, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Das ist ja wirklich immer die Sequenz. Die Macht der Gehohlen, die Herrschaft über das Feuer. Bitte. Schenke sie Link unserem Ritter. Es ist wieder eine Fake-Zelda unterwegs. Mittlerweile weiß man eigentlich schon, dass sie fake ist, aber man ist so, oh mein Gott, was macht diese Fake-Zelda da? Und dann kriegt man zum dritten Mal dieselbe Sequenz präsentiert und beim vierten Mal denkt man sich, ach Bruder, ich kenne doch das schon alles. Komm, lass es. Da streckt was Böses an Hand aus. Versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der mächtige Dämonenkönig. Alter. Die haben ja teilweise sogar den Text übernommen. Wenn es soweit kommt, damit Link ihm die Stirn bieten. Doch er wird Hilfe brauchen. Dadurch verlieren die so ein bisschen an Bedeutung und... Ja, das ist ein bisschen schade. Ich meine, es ist schön, dass es Tempel wieder gibt, weil ich war bei Breath of the Wild nur mit den Schreien nicht ganz so zufrieden. Aber ja, naja gut, aber wenn die Tempel wenigstens Spaß macht und deswegen spiele ich das Spiel auch hauptsächlich wegen dem Gameplay, dann ist das für mich nur ein ganz minimaler Kritikpunkt. Und ich verstehe nicht, warum sie wirklich viermal die gleiche Zwischensequenz gemacht haben. Ja, es ist eine Open World und du kannst nicht bestimmen, wo der Spieler am Anfang hinläuft, aber trotzdem kannst du doch zumindest zu gewissen Teilen die Zwischensequenzen anpassen, dass sie nicht komplett das gleiche sind. Man könnte ja auch einfach sagen, okay, Tempel 1 löst immer Zwischensequenz 1 aus. Oder wenn ein anderer erstmal Tempel 2 spielt, löst immer Zwischensequenz 1 aus, dann hätte man das ein bisschen anders strukturieren müssen und so, aber gegangen wäre es sicherlich. Also, das habe ich gar nicht gefühlt. Und auch die Bosse sind auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr episch. Sie sind alle cool in Szene gesetzt, aber zum Spielen sind sie meistens ultra einfach und langweilig. Also von denen hätte ich mir wirklich mehr gewünscht. So, wir bekommen jetzt zwar die Tempel und wir bekommen die großen Bosse, aber die Tempel nutzen sich mit der Zeit ab, zumindest in der Art und Weise, wie sie inszeniert werden, storytechnisch. Und die Bosse sind eine große Hülle, aber nichts dahinter. Quasi ein Schaf im Wolfspelz, könnte man sozusagen sagen. Nee, ein Wolf im Schafspelz? Scheiße, hat er recht. Und mein nächster Punkt schließt gleich daran an. Denn aus den Tempeln bekommt man die Fähigkeiten der Weisen. Das ist ja das große Collectible, welches man erhält, wenn man die Tempel durchspielt. Und die sind zwar prinzipiell cool, aber welcher gottverdammte Spielentwickler kam auf die Idee, dass dir die Weisen als Geister hinterherlaufen
und du sie im Kampfgetümmel ansprechen musst, um ihre Fähigkeiten zu aktivieren. Also bei einem war das ja noch gar kein Problem. Bei zwei auch noch nicht. Aber bei drei und vier habe ich schon regelmäßig im Kampf den Falschen angesprochen oder der, den ich wollte, ist gerade einfach mal in die komplett andere Richtung gerannt und ich bin einfach nicht hingekommen. Aber spätestens dann beim fünften, ne, wo man dann diesen riesigen Kampfläufer bekommt, der nochmal so viel Platz einnimmt, gar keine Chance mehr in einem Kampfgetümmel dann auch noch gegen mehrere Gegner irgendwie die richtige Fähigkeit zu zünden. Und warum, also vielleicht kann mir das jemand erklären, ja, vielleicht bin ich da noch nicht wissensbereit, aber warum hätte man das nicht einfach auf verschiedene Tasten legen können? Also, dass man die immer per Schnellwahl hat oder ich sag mal wie bei Skyward Sword. Ne? Drückst du L2 und dann sind halt deine vier Begleiter aktiviert und du drückst dann nur noch A, X, Y, B oder so. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Und was mich, und das hat Breath of the Wild wirklich besser gemacht, man hat einfach die Fähigkeiten bekommen. Und das, finde ich zumindest, ist die bessere Lösung in dem Fall. Und vor allem, es wäre doch so einfach gewesen. Sie haben doch im Item-Auswahlrad, haben sie die Karte drin. Niemand öffnet die Karte über dieses Item-Auswahlrad. Packt da doch einfach die Fähigkeiten hin. So, man wählt dann das da oben aus, dann öffnet sich noch ein Rad und darin sind dann die Fähigkeiten. Oder so, ja. Warum muss ich sie im Kampfgetümmel ansprechen? Ich habe 5 Geister, die mir am Ende folgen. Und dann kämpft man auch noch, sagen wir mal, gegen einen Bossbock mit 4 Bockblins. Dann tümmeln da mit mir zusammen 11 oder 12 Hansis auf einem Haufen rum und ich soll dann die richtige Fähigkeit zünden. Ja, moin. Also, Bruder, ganz, ganz mieses Programming. Sorry, nee, hat mir gar nicht gefallen. Bin ich auf jeden Fall dabei. Kommen wir aber weg vom Kampf und auf das Weltendesign. Aber noch nicht darauf, dass wir quasi wieder im selben Hyrule unterwegs sind, sondern auf die Himmelsinseln und den Untergrund. Die Himmelsinseln finde ich eigentlich ausnahmslos geil. Die sind richtig cool in Szene gesetzt. Klar, sie wiederholen sich hier und da in ihrem Aufbau. Irgendwann erkennt man die so ein bisschen, da wurden Assets wiederverwendet. Aber das. Wisst ihr, was mir noch besser gefällt an diesen aufgebesserten Versionen? Ist einfach ein bisschen die Farbgebung. Also es ist extrem grau hier. Man sieht es ja hier wunderbar in dem Bild. Und das liegt natürlich auch an der Leistung der Switch, weil man kann so besser Details im Hintergrund aussparen, wenn es ein bisschen neblig ist und so. Aber so Farbbrillanz wäre schon. Aber das ist nicht so schlimm, weil die Himmelsinseln wurden nicht gespammt. Sie wurden wirklich, meiner Meinung nach, sinnvoll über die Karte platziert. So, es gibt Orte, da hast du ein paar mehr. Es gibt auch Gebiete, da hast du gar keine Himmelsinsel. Und dadurch fühlt es sich immer sehr besonders an, sie zu finden, um dann auch mit den Craftings von einer Insel zur nächsten zu kommen und sich dann dort auch irgendwann die Schreine zu aktivieren, dass man dann Teleportpunkte hat, um da hinzukommen. Richtig gut. Also die Himmelsinseln zu erkunden, war großartig für mich. Das kann ich aber nicht über den Untergrund behaupten. Ich habe in Social Media und bei mir im Chat mitbekommen, dass der Untergrund bei einigen sehr beliebt ist. Ich kann die Faszination nicht so ganz verstehen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Das erste Gefühl, wenn du da runterkommst, ist unglaublich beklemmt. Also, wenn du das... Ja, und das haut... Geil. Erstmal den Untergrund betrittst, dann finde ich, funktioniert das richtig gut. Aber auch hier, finde ich, nutzt sich dann dieser Wow-Moment, dass alles so dunkel und gefährlich ist, irgendwann ab. Und dann wird es irgendwann nur noch ein simples von A nach B gelaufen. Ja, du hast hier und da einen kleinen Zwischenboss und aus irgendwelchen Gründen wurden da unten auch noch die Boss-Rematches platziert. Wahrscheinlich, dass du an Items von ihnen rankommst. Ich habe keine Ahnung, warum die Bosse da unten sind. Aber im Endeffekt baust du dir einfach nur noch irgendwann Gefährte, um möglichst schnell von Wurzel zu düsen. Wie gesagt, hier und da wurden nochmal sinnvolle Points of Interest platziert, aber meines persönlichen Empfindens nach, auch wenn ich noch nicht alles gesehen habe, kann man 80% des Untergrunds streichen und es wäre immer noch ein guter Untergrund, wenn man nur noch die Points of Interest übrig lässt. Es ist halt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also das, was ich bisher vom Untergrund gehört habe, ist im Grunde genommen, dass es die Oberwelt spiegelt. Und man halt verschiedene Wurzeln zu den einzelnen Schreien hat und so. Aber es wirkt halt so ein bisschen wie, wir sollten jetzt noch eine Unterwelt mit reinbringen. Und was ich bisher gehört habe, ist immer so, ja, könnte man besser machen. Die Frage ist nur, wie könnte man es besser machen? Vielleicht eher einzelne Zonen oder so, aber boah, schwierig. Also ich finde,
Der Untergrund hätte so inszeniert werden müssen wie die Himmelsinseln, dass du an manchen Punkten runterkommst, aber nicht, dass der komplette, dass quasi die komplette Map nochmal nach unten gepackt wurde. Ich finde, das resultiert in zu vielen sinnlosen Laufwegen. Kommen wir aber jetzt auf die gleiche Oberwelt zu sprechen, wenn wir schon über das Weltendesign reden. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich in diesem Video am wenigsten rüberbringen kann, denn ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass wir nochmal in der gleichen Welt spielen. Ich finde, man kann so gut dafür argumentieren und gleichzeitig so gut dagegen argumentieren. Wenn man dafür argumentiert, dann kann man auf jeden Fall anbringen, dass sich die Welt, obwohl sie irgendwie vertraut ist, sich doch irgendwie komplett neu anfühlt. Also man vielleicht immer wieder Orte, wo man sich denkt, warte mal, war ich hier schon mal? Und dann, wenn man auf die Karte guckt, das war hier in BOTW. Ja, eben, und das ist ja das Geile. Was ist hier passiert? Dieser Moment, der ist schon sehr, sehr krass. Also, dass sie wirklich alle Orte irgendwie verändert und neu aufgebaut haben, ist wirklich richtig, richtig gut. Und in vielen Punkten, finde ich, funktioniert das sehr gut. Allerdings, was ich vor allem an der gleichen Oberwelt tatsächlich kritisiere, ist, dass sie die wichtigen Dinge irgendwie dann doch wieder an den gleichen Plätzen haben. Und als Hauptbeispiel dafür fällt mir hier das Master Sword ein. Was war es nicht in BOTW für ein epischer Moment, dass du in diesen Croc-Wald läufst? Na, du weißt vielleicht noch aus Ocarina of Time, dass da vielleicht der Dekobaum steht und dann kämpfst du dich durch dieses neblige Labyrinth und kommst dann in die Lichtung und dann auf einmal steht das Master Sword vor und es ist so, oh mein Gott! Ich habe das Master Sword gewonnen. Was war das nicht für ein epischer Moment? Und in TOTK ist es so. Damals in Breath of the Wild habe ich ja das Master Sword im Wald bekommen. Ja, komm, dann laufe ich auch nochmal kurz in den Wald. Da ist es, passt. Also, ne, versteht ihr, was ich meine? Das ist, ich finde das sehr, sehr schwierig, dass sie wirklich teilweise storyrelevante Dinge wieder an dieselben Punkte gepackt haben. Nee, stopp mal. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er meint, ob er jetzt nicht zu viel spoilern will, aber das Master Sword, beziehungsweise das Bannschwert, ist anders. Und da hängt noch eine Mission dran, die dann nichts mehr mit dem Croc-Wald zu tun hat. Deswegen, und das weiß ich auch nur, weil ich das jetzt so zu meinem Geburtstag gespielt habe hier, als sozusagen Highlight. Jetzt bin ich verwirrt. Gepackt haben. Na, und natürlich auch die Tempel und die Völker sind natürlich auch wieder alle an der gleichen Stelle. Und dann habe ich mich dabei erwischt, dass ich mich gar nicht mehr gefreut habe, irgendwie gewisse Orte zu entdecken. Es war mehr ein, ich weiß ja schon, wo in BOTW alles ist, dann laufe ich halt nochmal die Punkte ab. Ich kenne das ja schon alles. Mag sein. Und da liegen ja auch ein paar Jahre dazwischen, zwischen den Spielen, also rein zeittechnisch in der Story. Aber ich war so jemand, der hat sich immer gedacht, Hyrule sieht immer anders aus. Jedes Mal sieht Hyrule anders aus und ich habe irgendwie nicht dieses Nachhausekommen-Gefühl. Ich glaube, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Bei TOTK landete ich erstmal und dachte mir so, wo bin ich denn? Und da muss ich mich erstmal neu orientieren und das gefällt mir immer wieder. Und es ist auch wieder so gut gemacht, dass du von Ort zu Ort gehen kannst und immer wieder denkst, nee, da kann ich jetzt nicht hin, da ist noch was Interessantes. Und das haben sie meines Erachtens nach im Vergleich zu Breath of the Wild nochmal auf 130% gedreht hier. Und das ist so dieser große Zielspalt, diese Mischung aus, oh mein Gott, was hat sich hier verändert? Und ja, dann laufe ich kurz hier hin und da hin und da hin, ich kenne ja schon alles. Und das ist so dieses Gegenspiel, was immer wieder mal überwiegt dieses, oh mein Gott, ich bin in der gleichen Welt, aber es fühlt sich so anders an. Und mal überwiegt dieses, ja, ich kenne halt schon alles und laufe halt von A nach B, damit ich schnell alles machen kann. Ne, und aber dazu muss man auch sagen, dass er vorher nochmal in einem 7-Tage-Marathon Breath of the Wild gespielt hat. Und dann kennst du natürlich alles. Wenn du aber jemand bist wie ich, der das letzte Mal vor 4 Jahren Breath of the Wild gespielt hat, dann ist das halt was anderes. Na, und das ist so ein Ping-Pong-Spiel. Und deswegen habe ich für mich immer noch nicht rausgefunden, ob ich es gut finde, dass es in der gleichen Oberwelt spielt oder ob es mich tatsächlich ein bisschen nervt, weil mir dadurch sehr, sehr viel Entdecker dran genommen wird. Aber Freunde, es wird noch spicier, denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich tatsächlich in Tears of the Kingdom am meisten enttäuscht hat. Und das ist die Art des Storytellings. In Breath of the Wild. Okay. War es so, dass man eine Hauptstory hatte und man hat dann die Titanen erobert, hat dann zum ersten Mal über die Schicksale der Völker erfahren, über die Weisen, hat ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bekommen und sich so diese Welt zusammengebaut, dass die Weisen existieren, dass sie Titanen gekapert haben, dass sie aber im Kampf mit den Titanen gefallen sind und nachdem du dann all deine Kumpanen zusammengebracht hast, läufst du in die Mitte der Karte und deine befreiten Freunde helfen dir, feuern ihre Titanen ab als letzten Akt des Krieges und dann... Was Ganon denn einfach so einfach gemacht hat, dass das kein richtiger Bosskampf mehr war. Ich meine, klar, sollte Auswirkungen haben,
Aber ich finde, das hätte man eher mit Statuseffekten machen sollen, so dass Ganon vielleicht mal zwischendurch geschwächt ist oder besser angreifbar ist und nicht einfach die Hälfte der Lebensenergie abgezogen bekommt. Und damit hast du einfach eine coole Story. Und zusätzlich dazu gab es noch die Erinnerungen, die das Zusammenspiel zwischen Link und Zelda erklärt haben. Sie geben Zelda mehr Hintergrundinfos, sie erklären, wie Link und Zelda zusammenspielen, warum Zelda so ist, wie sie ist. Und das sind so ein bisschen voneinander getrennte Dinge. Du hast einmal so diese ganze Story mit den Recken, was so die Hauptstory darstellt. Und dann hast du optional die Geschichte mit Link und Zelda, wo du sozusagen dann mehr Hintergrundinfos sammelst, aber man könnte die Erinnerungen auch getrost ignorieren. Das heißt, du hast eigentlich so zwei verschiedene Ebenen und du kannst das eine komplett getrennt vom anderen sehen. Und ich denke, ihr wisst jetzt schon, worauf ich raus will. In Tears of the Kingdom, finde ich, ist das ganz, ganz komisch gelöst. Denn auch hier in Tears of the Kingdom hast du diese Hauptstory und du hast die durch die Geoglyphen, so durch die Geoglyphen hast du noch so eine zweite Ebene, wo du die Story sammeln kannst. Na, wie in Breath of the Wild. Bloß in Tears of the Kingdom vermischt sich das ganz komisch, weil das, was du in den Erinnerungen herausfindest, hast du teilweise schon in der Hauptstory erfahren und teilweise erfährst du schon Dinge in diesen Geoglyphen-Erinnerungen, welche aber dann erst später in der Story dir so als Plot-Twist erzählt werden. Und also dadurch vermischt sich das und es entsteht so ein ganz wirres Mischmasch an Story. Ein Beispiel. Man weiß ja am Anfang gar nicht, ob das jetzt eine Fake-Zelda ist, warum diese Fake-Zelda so komisch ist, warum sie irgendwie so böse ist, warum sie nicht redet. Na, man überlegt so. Und irgendwann kommt man vielleicht drauf, vielleicht ist sie nicht echt, vielleicht auch nicht, I don't know. Dass sie nicht echt ist, siehst du eigentlich schon in der ersten Sequenz. Tut mir leid, aber in der ersten Sequenz, wo ich die Zelda gesehen habe, habe ich gesagt, ach komm, das ist doch nicht die echte. Gut, dass ich nicht so auf die Story Wert lege, aber was ich auch dazu sagen muss, wenn ihr euch nicht hart spoilern wollt bei dem Spiel, ich weiß jetzt nicht, was in dem Video noch kommt, dann spielt nicht die Master Sword Quest. Tipp von mir, weil das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, scheiße. Und wenn du die Story weiterspielst und dann nach deinen Tempeln in das Schloss gehst, da offenbart dir dann Ganondorf so, hey, das ist nur eine Fake-Zelda und ich habe dich die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Wenn du... Okay, gut, aber das meinte ich nicht. Wenn du aber dann schon die Geoglyphe gefunden hast, in welcher sozusagen Sonja auf die Fake-Zelda trifft, wo dann die Fake-Zelda den Dolch wirft, ne, und so weiter... Da hast du das dann auch schon erfahren. Das hast du ganz häufig in diesem Spiel, dass teilweise die Geoglyphen Ähnliches erzählen wie die Hauptstory und du dich dadurch kreuz-spoilerst. Wenn du es schon in der Hauptstory erlebt hast, denkst du dir in den Geoglyphen, ja, ich weiß doch schon, was passiert. Aber genauso, wenn du es in den Geoglyphen schon gesehen hast, denkst du so, ja, ich weiß es schon. Das in der Hauptstory juckt mich jetzt nicht mehr so. Und dadurch, finde ich, spoilert man sich permanent irgendwie selber, je nachdem, ob man eher die Geoglyphen macht, in welcher Reihenfolge man die Geoglyphen findet und wie man die Hauptstory spielt. Und das ist, finde ich, ganz, ganz kritisch. Und das hat mir sehr, sehr viele Momente in meinem Playthrough kaputt gemacht, weil ich mich eben so kreuzgespoilert habe, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deshalb, auch wenn es in TOTK schon besser ist, aber deshalb lieber Gameplay bei Zelda als Story. Weil, ja, man kann tausend Sachen erklären und mit Timeline und bla. Aber im Endeffekt sind doch die Zelda-Spiele vor allem für ihr Gameplay beliebt. Und das ist Breath of the Wild und das ist TOTK jetzt auch. Ein weiterer Punkt, den ich hier auch noch ansprechen muss, ist, dass die Geoglyphen so unglaublich wichtig sind, denn du erfährst ja wirklich sehr, sehr viel davon. Allerdings kannst du sie halt in der falschen Reihenfolge finden. In meinem Playthrough war es so, ich erzähle jetzt erstmal von mir, weil ich höre schon eure Stimmen. In meinem Playthrough war es so, dass ich halt einfach die Geoglyphen eingesammelt habe, die ich gerade gesehen habe. Ne, ich habe halt, oh, da ist eine, ich laufe hin, ich schaue mir das an. Aber auch dadurch habe ich halt diese eigentlich lineare Story, die durch die Geoglyphen erzählt wird. Ich habe halt erst was vom Ende gesehen, dann was vom Anfang, dann was in der Mitte, dann wieder vom Anfang. Und meiner Meinung nach sowieso die größte Sünde ist, dass du vom Spiel am Anfang zu den Orni geschickt wirst. Das Spiel sagt, ja, Zelda wurde bei den Orni gesichtet, geh zu den Orni, es schickt dich zu den Orni. Aber im Schneegebiet bei den Orni, ne, im Hebragebirge oben auf dem Schneefeld, ist einfach die finale Erinnerung, oder die fast finale Erinnerung, in welcher Ganon zum Dämonenkönig wird und wo man schon sieht, dass Sonja tot ist. Okay. Habe ich nicht gefunden. Wieso packst du eine Geoglyphe mit so einer wichtigen Story an den Punkt, wo das Spiel den Spieler am Anfang hinschickt? Wieso? Und warum kann man nicht die Geoglyphen
unabhängig von den Cutscenes machen? Das habe ich mich schon bei TOTK gefragt. Wenn du eine konsistente Story erzählen willst, dann finde halt Geoglyphe 1 und löse Punkt 1 aus. Also das heißt Punkt 1 in der Story. Finde Geoglyphe 2, Punkt 2 und nicht irgendwie Geoglyphe 12, die liegt oben auf dem Berg und du machst das letzte Schnipsel 12 von der Story. Verstehe ich nicht. Also hätte man ja auch anders machen können. Dann wäre die Story halt linear erzählt worden. Wäre, glaube ich, nicht so schlimm gewesen. Wieso? Das ist so... Oh. Du kannst doch nicht die krasseste Geoglyphe dahin packen, wo du am Anfang des Spiels hinläufst. Und jetzt... Und dazu kommt auch noch, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das funktioniert denn im laufenden Spiel nicht und so weiter. Dann pack halt Geoglyphen hin in Gebiete, die du später erst besuchst oder freigeschaltet hast oder. Also es würde auf jeden Fall eine andere Art und Weise geben, denke ich. Und jetzt, ich höre jetzt eure Stimmen. Das habe ich ja auch häufiger gehört. Im Tempel der Weisen, wo dir Impa von den Geoglyphen erzählt, hast du ja diese Bilder an der Wand. Ne? Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dann zeigen dir die Bilder quasi die Reihenfolge der Geoglyphen. Ja, super. Ja, man kann sich das dann screenshotten, dann jede Geoglyphe finden, seinen Screenshot öffnen, schauen, ist das jetzt die richtige Reihenfolge? Oh Gott. Und dann entscheiden, schaue ich mir die Geoglyphe an oder nicht. Aber das kann man doch nicht von jedem Spieler erwarten. Also Real Talk, das sind doch nicht mehr als 10% gefühlsmäßig, die so... Wenn überhaupt. Du musst ja erstmal verstehen, dass das überhaupt zusammenhängt. Spielen. Im normalen Fall läufst du durch die Open World, denkst dir, boah, krass, da ist eine Geoglyphe und schaust sie dir an. Das ist doch ganz normal. Du findest was und du sammelst es ein. Dementsprechend, ich habe das so gemacht, weil ich das dann auch tatsächlich irgendwann vergessen hatte, weil ich halt das Spiel über 2 Monate verstreckt gespielt habe. Ich hatte auch vergessen, dass ich einen Screenshot gemacht habe. Ich hatte es nicht mehr im Kopf und dadurch habe ich halt relativ schnell die finale Erinnerung gesehen und ich habe halt auch schon ganz viel, ich habe dadurch, dass ich das so kreuz und quer gesehen habe, hat das irgendwie alles nur so halb Sinn ergeben und viele Plot-Twists haben nicht funktioniert. Das finde ich nicht gut. Ja, man kann es durch das Fotografieren der Bilder und dann das Abgleichen, kann man sich die Story in der richtigen Reihenfolge erzählen lassen. Aber ich finde, es kann nicht sein, dass wenn du es nicht auf diese Art und Weise machst, dass du dir quasi die Story ein bisschen kaputt machst, weil du sie komplett kreuz und quer siehst und dann einfach nur dir Plot-Twists, Spoilers, die du eigentlich viel später hättest sehen sollen. Und damit, Freunde, nachdem wir von der Art des Storytellings geredet haben, kommen wir zum Hauptpunkt, und zwar der Hauptstory. Und hier... Oh, oh. Weiß ich nicht. Das Spiel hat es nicht geschafft, so mit durchzudringen. Also es ist, das ist jetzt wie gesagt sehr, sehr subjektiv. Das ist jetzt wirklich eine reine subjektive Erfahrung von mir. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ist es gut oder schlecht, ist es richtig oder falsch. Aber die Story hat es nicht geschafft, mich zu catchen. Und das hat mehrere Punkte gehabt. Punkt 1, die Tempel haben mich böse abgefuckt. Und sie waren auch komplett useless. Du läufst zu den 4 Tempeln. Wie gesagt, beim ersten Tempel funktioniert es noch, aber danach spielst du immer wieder das gleiche Programm ab. Ne? Und du fliegst von den Himmelsinseln, du fragst dich, wo ist Zelda? Dann wird dir gesagt, ja, geh mal zu den Tempeln. Und dann machst du alle 4 Tempel. Du reist über die gesamte Map. Und nachdem du dann bei allen Tempeln warst, kommst du zurück zum Hauptposten und du bist genauso schlau wie davor. Also diese Riesenfest der Tempel bringt dir quasi keine Story. Es fühlt sich so useless an, weil auch noch die Zwischensequenzen immer gleich sind. Das ja, dann sind die Tempel halt Sammelcontent, wie sie es in Breath of the Wild eingeführt haben. Kann man mögen, muss man aber nicht. Und ich kann da auch die Leute verstehen, die sagen, ich hätte lieber ein klassisches Zelda. Ich finde Item A in irgendwas und oder in Tempel A und kann das dann weiter nutzen in Tempel B oder in der Overworld. Völlig verständlich. Finde ich, könnte man auch bei diesem großen Konzept machen, so ist es eher so viel zum Sammeln und man versucht daran zwingend festzuhalten. Das ist immer so ein bisschen schade. Das, okay, du erfährst, dass Zelda in der Vergangenheit den Weisen was gesagt hat. Aber das erfährst du 4-mal am Stück. Und dadurch hast du halt diese riesen Tempelquest, die dich quasi gar nicht weiterbringt. Und das, finde ich, fühlt sich super ermüdend an und dadurch habe ich total die Connection zur Story verloren, weil du halt wirklich 20, 30, 40, 50 Stunden durch die Welt läufst und zumindest hauptstory-technisch gar keinen Progress machst. Und deswegen ist die Story egal. Gameplay. Danach wird es dann ein bisschen besser, ne? Dann läufst du ja ins Schloss und dann tritt da Ganondorf vor dir und dann erfährst du, da gibt's noch den 5. Weisen. Dann habe ich, es hatte es in meinem Playthrough nicht, aber dann gehst du ja nach Kakariko und lichtest dann den Donner und dann findest du noch die letzte Weise, ne? Und da nimmt das dann ein bisschen Fahrt auf, aber du hast halt davor schon 80% deiner Zeit mit Dingen verbracht, die dich quasi nicht weitergebracht haben. Und dadurch haben sich die letzten 20% dann auch nicht mehr so krass angefühlt, weil ich
vollkommen detached von der Story war. Ich war gar nicht mehr damit verbunden. Ich war gar nicht mehr drin. Ich habe halt einfach einen großen Open-World-Spielplatz gehabt, aber die Story hatte mich komplett verloren. Ich weiß nicht, das fand ich ein bisschen komisch. Und jetzt kommen wir eben auch noch zu einer Sache, warum es mich wieder nicht gecatcht hat. Das ist das, was ich davor angesprochen habe. Ich habe halt die Geoglyphen kreuz und quer gesehen. Ich habe halt eingesammelt, was ich gefunden habe. Ich bin mit meinem natürlichen Sammelinstinkt. Na, ist ja auch normal, oder? Und weiß ich nicht. Sicherlich kann man das noch verfeinern. Da ist dann aber halt die große Frage, ob da klassischere Open-World-Spiele in dem Fall wirklich einen Vorteil haben. Wenn man aber, wie ich jetzt sagt, naja, Story, gibst du dir gerne mal und mal sehen, was sich so für Details ergeben. Ja, okay. Aber ich weiß, wenn ich ein Nintendo-Spiel spiele, sorry, so gut die Story auch geschrieben sein mag, Gameplay. Und das können sie halt zu 150%. Dingt gefolgt. Aber dadurch waren, glaube ich, in den ersten 4 oder 5 Erinnerungen, die ich gesehen habe. Ich glaube, die zweite, die ich gesehen habe, oder die dritte war, dass da Ganon der Dämonenkönig wird, dass Sonja tot ist. Dadurch waren alles davor useless, weil ich eh wusste, dass sie stirbt und dass Ganon der Dämonenkönig wird. Und dann war, glaube ich, auch eine relativ früh, die ich gefunden habe, die Erinnerung, in der gesagt wird, ja, wenn du so einen Stein schluckst, wirst du zum Drachen. Und dadurch habe ich dann auch schon gefolgert, ah, okay, Zelda wird gesagt, wenn sie den Stein schluckt, wird sie zum Drachen. Da oben fliegt ein goldener Drache. Ha, ja, wahrscheinlich wird Zelda zum Drachen. Ne? Und dann sammelst du noch die restlichen Geoglyphen ein, die halt mal mehr, mal weniger episch sind, aber eigentlich cool anzugucken. Und dann kriegst du halt diese finale Erinnerung. Und die ist auch cinematisch krass inszeniert. Aber ich habe halt schon gefühlt nach 15 Spielstunden wusste ich, dass sie zum Drachen wird. Und dann kommt halt der Plot-Twist. Yo, sie wird zum Drachen. Und dann denkst du so, ja, wusste ich schon. Oder habe ich schon sehr stark vermutet. Ne? Und dadurch hat dann dieser Plot-Twist auch irgendwie nicht bei mir gezündet. Und ja, dann machst du halt quasi die Story, dass du dann ins Schloss gehst und Ganon, du kämpfst an Ganon. Und dann kommt meiner Meinung nach der größte Stimmungskiller überhaupt. Und zwar, dass Zelda wieder ihre menschliche Form bekommt. Die ganze Zeit wird gelabert, verbotenes Ritual, wenn du den Drachenstein zu dir nimmst. Es ist halt Nintendo. Also es war mir schon, das wusste ich noch nicht. Wie gesagt, Spoiler Alert hier, Hardcore. Aber das war mir schon fast klar. Wie soll denn The Legend of Zelda ohne Zelda fortgeführt werden? Aber wobei, dann wäre es die Legende von Zelda. Naja, würde auch schon wieder passen. Du nimmst, dann verlierst du deine menschliche Form. Du opferst dich. Du wirst zwar unsterblich, aber du wirst ein Drache. Du kannst nicht mehr mit dem Menschen kommunizieren. Und dann macht das ja Zelda. Und dann denkst du so, oh krass, sie opfert ihr eigenes Leben für die komplette Menschheit. So, sie rettet die Menschheit, von der sie dann später gar kein Teil mehr ist, weil sie ein Drache ist. Und dann so, ach ja, übrigens, wir machen jetzt so ein bisschen und da. Okay, und Link wird zum Super Saiyajin. Rauru, Sonja und Link, ein bisschen Horror und dann ist sie wieder Mensch. Und ihr ganzes Opfer, dieser ganze emotionale What the fuck-Moment, dass sie ein Drache wird, wird mit einem Fingerschnipp ausgelöst, um ein Happy End zu bekommen. Und das hat meine Stimmung gekillt. Ich hatte so Age of Calamity-Vibes. Na, Age of Calamity war auch so. Age of Calamity, Zeit der Verheerung, Hyrule Warriors, hat immer wieder epische Momente inszeniert, um dann zu sagen, ah. Alter, jetzt fängt's hier aber draußen richtig an zu donnern. Gut, dass wir gleich durch sind. Ah, war alles ein Spaß. Du spielst ein Spiel, wo alle Recken sterben, weil du die Vorgeschichte von BOTW spielst und du leitest all die Kämpfer in den Tod. Ah, Spaß, ist ein Paralleluniversum. Ja, ist halt, genau, war es auch so. Boah, Zelda opfert sich und gibt ihre menschliche Form auf, um die Menschheit zu retten. Ah, Spaß, wir machen ein bisschen mit unseren Händen so und dann geht's ihr wieder gut. Boah, das war so ein Stimmungskiller. Mich hat das so, das war so, oh mein Gott. Man hätte das ja theoretisch. Guter Gesichtsausdruck. Oh, ich glaube, ich nehme das als Thumbnail. Man hätte es ja theoretisch auch in den nächsten Teil mitnehmen können. Das hätte man ja offen gestalten können. Dann wäre es aber wahrscheinlich wieder so gewesen, dass man wieder Hyrule genommen hätte. Und das hätte halt den meisten nicht gepasst, glaube ich. Habe ich null gefühlt, muss ich zugeben. Das hat mich sehr, sehr, sehr kalt gelassen. Und einen Punkt habe ich noch nicht angesprochen. Und den finde ich auch ganz, ganz mies. Das Spiel inszeniert sich als den Nachfolger von Breath of the Wild. Ich bin der Nachfolger von Breath of the Wild. Mhm. Aber kein einziges Mal wird angesprochen, was ist mit den Sheikah-Türmen passiert, was ist mit den Schreinen passiert, was ist mit den gottverdammten Titanen passiert, den mächtigen Waffen, mit denen sie gegen Ganon gekämpft haben. Es ist ausgelöscht. Niemand redet drüber. Und auch da so, ist es jetzt der Nachfolger? Ist das nicht? Weil alles, was in dem BOTW war, ist einfach verschwunden und niemand redet drüber. Und ist jetzt auch ein Paralleluniversum? Timeline, würde ich sagen.
werden wir wahrscheinlich wieder irgendeine Aufsplittung haben, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Also ich, für mich ergibt die ganze Zelda-Timeline nicht so wirklich Sinn. Das ist für mich einfach nur, damit man irgendwas zu berichten hatte. Und ich gehe davon aus, dass man, weiß ich nicht, im nächsten Teil das irgendwie zusammenbringt oder so oder einfach ignoriert. Aber ey, es ist Zelda. Wir spielen für Gameplay. Was ist das? So, was spiele ich hier? So lässt mich das Spiel leider mit sehr, sehr gemischten Gefühlen zurück. Fazit. Ich bin unglaublich begeistert vom Crafting. Das habe ich, glaube ich, jetzt noch gar nicht angesprochen. Das Crafting ist geisteskrank, dass das alles funktioniert. Technisch Bombe. Das Spiel ist technisch Bombe. Das Spiel sieht für die Switch okay aus. Was ich aber auch dazu sagen muss, ist, dass diese Klebemechanik und das allem ist ja alles schön und gut. Aber theoretisch brauchst du die gar nicht fürs Spiel, ne? Ich meine, es macht es durchaus interessanter und was die Leute da erfinden und so. Und dadurch ist es ja auch groß in Social Media und so. Aber ist jetzt auch keine Funktion, wo du sagst, gut, ohne die wäre ich jetzt nicht durchgekommen. Aber das macht es halt wieder aus mit dieser neuen Zelda-Formel, dass man das Spiel spielen kann, wie man will. Und halt mit dem Gimmick, beziehungsweise mit dem kleinen, aber feinen Ding obendrauf, dass du dir auch bauen kannst, was du willst. Ich glaube, besser kann es nicht aussehen. Es ist schön inszeniert mit schönen Zwischensequenzen. Hat gameplay-technisch großartige Tempel. Das Erkunden macht unfassbar viel Spaß. Durch das Fallen von den Himmelsinseln und die ganze veränderte Oberwelt hast du permanent was zum Sammeln und Tun. Aber die Story und die Inszenierung dieser der Geschichte lässt mich komplett kalt. Dementsprechend weiß ich nicht genau, was ich von dem Game halten soll, weil es so viel richtig macht, aber mich teilweise einfach so kalt lässt in der Art und Weise, wie die Story und wie die Welt inszeniert ist. Und dadurch ist es für mich auf jeden Fall nicht besser als Breath of the Wild. Ich fand Breath of the Wild insgesamt von der Gesamterfahrung deutlich besser und ich kann... Das ist ein hartes Fazit, weil er geht jetzt wirklich viel auf die Story. Und ja, die ist vielleicht ein bisschen runder erzählt, aber... ich glaube, die Teile können gut parallel leben, weil die haben ja im Grunde genommen unterschiedliche Mechaniken, aber alleine Soundtrack-technisch, alleine von den Sachen, die du mehr machen kannst in TOTK, es fühlt sich runder an, meines Erachtens nach. Ich weiß nicht, ob Breath of the Wild ist in sich halt ein bisschen konsistenter, weil du hattest halt keine Tempel, die, ja, wie wir festgestellt haben gerade und wo ich auch völlig bei ihm bin, die ja dann unnötig sind oder so, abseits von den Fähigkeiten, die du da bekommst. Du hattest halt dieses Prinzip, dieses Grundprinzip, es war klarer, würde ich jetzt mal sagen. Und dadurch funktioniert es vielleicht für einige besser. Aber besser als COTK, ich weiß ja nicht. Diese Lobeshymnen, die auf das Lied gesungen werden, es hat ja eine gottlose, riesen Metacritic-Wertung bekommen und wird ja quasi als das perfekte Videospiel dargestellt. Dem kann ich leider nicht ganz beiwohnen. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Schaut euch das. Oh, das wird brennen. Wir gucken jetzt gleich nochmal in die Kommentare. Ich bin auch auf eure Kommentare gespannt. Bitte wieder nicht zu emotional werden. Aber ihr könnt gerne auch eure Meinung darunter schreiben, warum ihr das so seht, warum das schlechter oder besser als Breath of the Wild ist, warum euch die Story mehr interessiert vielleicht sogar als das Gameplay oder warum euch das auch das Spiel kaputt macht. Macht das mal ruhig. Schaut euch das Let's Play an, falls ihr es nicht gesehen habt und ihr wollt zu gewissen Punkten noch meine Meinung haben. Und jetzt beginnen wir auch hier auf dem Hauptkanal mit TOTK-Content, weil vielleicht kann ich dadurch noch eine bisschen bessere Connection zu dem Spiel aufbauen. Okay, aber er gibt ihm auf jeden Fall nochmal eine bessere Chance. Und das finde ich ja schon mal ganz cool. Ich habe gerade So, und jetzt gucken wir mal in die Kommis, in das Main-Kommentar. Ah, er schreibt auch, natürlich ist es nicht im Cockfight das Master Sword, aber den entscheidenden Hinweis, wo du es abholen kannst, erhältst du dort. Ich dachte, das wäre logisch. Oh, vor allem in den falschen Hals. Oh nein, ich kann mir schon wieder Kommis vorstellen. Es wäre einfach jeder gefunden, eine weitere Sequenz gefragt. Genau, das meine ich. Man hätte den Geoglyphen einzeln erscheinen lassen sollen, wenn die vorherigen findet. So hätte man durcheinander beheben können. Das System hinter den Fähigkeiten der Weisen ist auch der Grund, warum ich in 85 Stunden Spielzeit nie mehr mit Weisen als Tulin rumgelaufen bin.
Okay, kämpfen meistens alleine gekämpft, weil ich einfach vergessen hatte, dass sie gibt. Ja, ich glaube, wenn es zu kompliziert wird, dann macht man das halt auch einfach auch nicht mehr. Ne? Für mich ist TTK besser, hat mich emotional total erreicht. Ich mag die neuen Dungeons und die Story. Okay, okay, okay. Alle Punkte, die im Video erwähnt wurden, nice. Dann haben wir Spoiler. Viele Punkte würde ich so unterschreiben, aber mit der Points of Interest eher nicht. Weder der Weg in den Wald der Crocs ist derselbe, hier wurde der Untergrund gut genutzt, noch ist das Master Sword direkt dort, sondern man wird darauf hingewiesen. Ja, okay. Ich sehe jetzt aber nichts, niemanden zum Glück, der hier irgendwie völlig ausflippt. Tja, vor allem, dass man den Geoglyphen war auch der Fall. Direkt zum Loch gesprungen habe, weitergespielt. Ein paar Tage später habe ich mich gefragt, was wohl im Schloss ist, was wohl oben im Schloss ist. Ja, okay. Also viele sind seiner Meinung. Ich muss sagen, ich stimme bei vielen Punkten ein. Macht für mich das Spiel aber nicht schlechter als Breath of the Wild. Und ich will ihn auch gar nicht hier irgendwie schlecht machen oder so, weil ich finde, er hat jeden Punkt sehr gut dargelegt. Aber für mich ist TOTK noch das rundere Spiel. Aber ich habe noch einige Stunden vor mir. Und vielleicht irgendwann mal in einem halben Jahr, wenn ich genug Zeit dafür habe, werde ich wohl auch mal ein kleines Fazit dazu einsprechen. Gut, das war's heute mal. Eine etwas längere Reaction. Sorry an Ritter Kaktus, der jetzt so lange da am Sonntag sitzen musste. Tut mir sehr leid. Aber ja, danke auf jeden Fall fürs Schneiden und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Wir sehen uns zur News wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.